Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am oder zum Wochenauftakt, der 28. November. Der Monat nähert sich langsam dem Ende. Und Grund genug, heute mal auf den Währungspaar zu schauen, was ja sozusagen in der zweiten Reihe steht, kein Major Pair ist, aber dennoch sehr, sehr beliebt, nämlich hier der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar. Den nehmen wir heute mal in den Fokus. Und warum, wird sich der ein oder andere fragen? Wir sehen Sie an der Headline: Der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar bietet ein saisonales Long Setup. Und ja, das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen, was es damit auf sich hat. Also zunächst will ich mal ins letzte Jahr zurückgehen. Und zwar hier speziell vom 30. November bis zum 13.12. Also hier ein Handelstags-Setup im Bereich von 9 bis 10 Tagen verspricht sich hier beim Euro gegenüber dem kanadischen Dollar ein bullischer Bias. Also wir haben hier jetzt vor uns liegend eine bullische Phase und die kann man hier durchaus spielen, beziehungsweise diese bietet sich durchaus an zu spielen. Warum? Weil nämlich auch charttechnisch hier derzeit eine interessante Konstellation vorherrscht. Wir haben hier gesehen zuletzt eine starke Euro-Korrektur, die bis hier in diese Zone führte, so um 1,4250 roundabout. Und diese Zone kann hier durchaus als Unterstützungszone deklariert werden, denn wir haben hier zuletzt im Frühjahr dann hier so über den Sommer hinweg ja dieses Level nicht mehr angelaufen. Also es gab immer davor wieder Reversals und hier zuletzt dann auch noch im Oktober. Jetzt eben der jüngste Rücklauf hier sehr, sehr stark gewesen und genau in dieser Zone um 1,42, 1,42,50 kamen wieder die Käufer zurück und das sieht eben ganz interessant aus vor dem Hintergrund, dass während der letzten 21 Jahre, und dann zeige ich Ihnen gerne mal die Stats, dass während der letzten 21 Jahre 16 Mal ein bullisches Setup sozusagen erfolgte und dies hier mit einer Trefferquote von knapp über 76% einherging und das lässt sich hier doch sehr, sehr schön darstellen im Zuge dessen, dass wir hier mal die ganze Historie sozusagen aufgearbeitet haben und hier zu guter Letzt sogar noch der Performance-Chart angefügt ist, der eben zeigt, dass wir hier in den letzten 21 Jahren eine konsequente bullische Entwicklung haben. Natürlich nicht jedes Jahr, das muss man auch ganz klar unterstellen und wir hatten auch, wenn wir hier auf den Chart gehen, letztes Jahr zugegebenermaßen einen sehr, sehr bullischen Bias. Also Sie sehen hier, dass hier vom 30.11. speziell der Markt sehr, sehr stark lief, um nicht zu sagen exorbitant stark lief. Und dass natürlich die Statistik hier sehr, sehr schön nach oben geschürt hat und auch insbesondere den Performance-Chart nach oben gebracht hat. Aber es gibt natürlich auch hier die Feststellung, dass wir im Moment, jetzt haben wir uns nochmal das Bild drauf, hier im Schnitt einen durchschnittlichen Gewinn-Trade sozusagen machen. Einen durchschnittlichen Trade, der hier im Bereich 203 Pips liegt, beziehungsweise der durchschnittliche Gewinn, also Trade heißt alle Trades inklusive Verluste, im Schnitt 203 Pips, aber der durchschnittliche Gewinn liegt hier sogar bei 310. Und das ist natürlich eine Hausnummer, die man hier definitiv ins Kalkül ziehen sollte, wenn der Markt eben hier weiter anzieht. Und wir haben ja zuletzt eine Euro-Schwäche gesehen und rein technisch verspricht sich eben jetzt hier durchaus wieder ein bullischer Bias, der speziell hier vom 28.11. heute zum Schlusspreis bis zum 9.12. zählt. Und wenn wir das jetzt hier mal in den Chart ziehen, Moment, da ist er. Legen wir praktisch heute mal das Startdatum fest und haben dann hier zugegebenermaßen am 9.12. das Enddatum. So, noch eins rüber. Dann ist das das Zeitfenster, wo wir uns hier bewegen. Moment, noch ein Stück weit korrigieren. So. Und das wird natürlich spannend sein zu beobachten, wie das jetzt ausgeht. Wir haben also, wie gesagt, die Unterstützung hier auf der Südseite. Unter 1,42 sollte es idealerweise nicht mehr gehen. Je nachdem, wo der Markt heute schließt, das wäre wirklich hier das mögliche Risiko. So wollen wir es jetzt mal unterstellen. Das sollte nicht ausgeschöpft werden. Und die mögliche Chance auf der Oberseite, wenn wir hier die 310 mal rannehmen, dann ist das hier eine durchaus erstrebenswerte Chance. Und ja, wir werden sehen, ob es sich dieses Jahr wieder erfüllt. Tatsache ist, die letzten Jahre waren von Erfolg gekrönt. Das will ich natürlich hier auch nicht unerklärt lassen. Der Performance-Chart weist hier eine sehr, sehr starke Neigung auf. Das heißt natürlich, das Risiko, auch hier, wenn wir sehen, dass wir die letzten 3 Jahre relativ gut gelaufen sind, das Risiko, dass der Markt natürlich hier auch nochmal wieder einen kleinen Dip erfährt, ist natürlich gegeben, aber saisonal bleibt die Ausgangslage sehr, sehr bullisch und das ist praktisch das Fazit, was man hier ziehen muss und insofern bleibt es sehr, sehr interessant. Mögliche Rücksetzer während dieser Zeit kann man, wie gesagt, technisch tendenziell kaufen, aber grundsätzlich sollten wir hier im Bereich 200, 300 Pips sehen können.
Und das ist, wie gesagt, eine Chance, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Und insofern haben wir hier mal das Setup skizziert. Und jetzt ist es am Markt, ob es eben passiert. Was hier ganz gut dazu passt, ist eben noch der Umstand, dass der Euro eine starke Korrektur gesehen hat, jetzt positiv bullisch in die Woche kommt. Und das unterstreicht natürlich hier auch die Chance eines saisonalen bullischen Setups, insofern, dass wir hier auch einen Erholungsmodus sehen könnten. Wenn wir hier beim kanadischen Dollar, also beim Euro gegenüber dem kanadischen Dollar, auch mal mit den Fibonacci-Verhältnissen arbeiten, dann lässt sich auch hier sehr schön sehen, dass wenn der Markt im Sinne des Korrekturzykluses beispielsweise das 61 Achter Retracement ansteuert, dass wir dann in etwa hier in diesem Zielbereich reinlaufen. Das heißt also hier, selbst wenn wir eine korrektive Erholung sehen würden jetzt aktuell, wäre das hier durchaus ein erstrebenswertes Ziellevel und summa summarum bleiben die Ausgangsvoraussetzungen für ein bullisches Setup sehr, sehr gut. Was natürlich keinesfalls passieren sollte, dass wir hier unter 1,42 rausgehen, das wäre definitiv Worst Case. Da sollte man sich verabschieden, weil dann auch relativ schnell, wir müssen uns mal rausscrollen aus dem Chart, hier die Marke von 1,40, 50, 1,40 rufen würde und dann wäre natürlich auch mit Sicht auf den Trade, der hier ja eigentlich nur 9 Tage angesetzt ist, sicherlich die Luft raus und die Chance vergeben. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Devisenradar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier eine interessante Chance darbieten und letztlich wollen wir doch mal sehen, was der Markt dann draus macht. Die Voraussetzungen sind, wie gesagt, denkbar günstig und insofern wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen guten Handelsstart und wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder zur gewohnten Zeit 9:30 Uhr. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.